Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. So, weiter geht's mit einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. An diesem wunderschönen Morgen, die Sonne geht auf, der Himmel ist klar. Wir müssen Vesemir folgen, denn wir suchen immer noch Yennefer. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Ja, auch Ghule haben einen Zweck. Natürliche Leichenfresser. Wir brauchen sie. Heya! Okay, wir geben mal ein bisschen Gas, alter Mann. Mal sehen, ob Der du Krieg reiten kannst. Läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Also, ich ehrlich gesagt, ich fühle mich auf keiner Seite. Ein zerstörtes Bauerndorf. Hier drüben hängen die Soldaten. Ich würde sagen, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Wir machen eine kurze Pause, denn hier drüben, was gibt es hier Schönes? Eine Truhe. Alles klar, nehme ich mit. Da sind die Bauern hier schon am Ende. Bestraft, gebeutelt vom Leben und vom Krieg. Und da kommt dieser gut aussehende Hexenmann. Hallöchen. Und nimmt ihnen alles weg. Hallöchen! Der eine heult, der andere ist glücklich. Tja, der Hexenmeister, der plündert jetzt hier ein bisschen. Oh, die Bäuerin ist auch am Ende. Alles klar, lassen wir sie trauern. Na, kleines Mädchen. Verschwinde! Ziemlich unfreundlich. Ich könnte auch mein Schwert ziehen. Was sagst du dann? Ja, jetzt bekommen sie Angst. Ich will eigentlich nur euer Hab und Gut. Euer Leben könnt ihr behalten. Interessiert mich nicht. Immer direkt so viel mitnehmen, wie man nur kann. Das arme kleine Mädchen, total verstört, kommt dieser grauhaarige Mann rein, schwingt sein Schwert. Schock fürs Leben. Okay, eine Queste bekommen wir hier nicht. Was? Furzblasen im Wasser? Na gut, erzähl deine Geschichte deinem Lagerfeuer. Und wir müssen weiterziehen. Stecken wir das Schwert weg. Die Leute sollen keine Panik bekommen. Komm schon. Okay, wir können weiterziehen, mein Freund. Oh, die armen Leute. Mann, 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 das Dorf hier wurde wirklich nahezu völlig zerstört. Aber trotzdem, ein bisschen was können wir noch rausquetschen, oder? Da drüben liegt ein Schwert. Aber wie es scheint, kann ich das nicht mitnehmen. Oh, hier können wir rein. Oh, hier drüben ist noch eine Truhe. Was macht der Junge hier? Beten? Was haben wir hier? Laien. Und Bargeld. Fass mich nicht an! Ja, ist ja gut, kleines Mädchen. Ich dachte, du wärst ein Junge. Gut, ist ein Mädchen. Ja, natürlich. Ich kann's verstehen. Ich kann's wirklich verstehen, dass die Leute hier ihre Ruhe haben wollen. Wo ist mein Gaul? Hier drüben. Naja, ein bisschen was haben wir gefunden. Hat sich schon gelohnt, hier umzusehen. Da drüben schwimmt irgendwas Gefährliches. Aber man sieht es jetzt schon. Die Welt hier ist riesengroß. Hier drin kann man sich sehr schnell verlieren. Gehen wir? Hilfe! Hilfe!
Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Naja, so eine Belohnung, da würde ich nicht nein sagen. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja, so ist er. Denkt nur ans Saufen. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Gut. Der Greif hatte Hunger. Das Pony ist weg. Aber der Händler ist immer noch am Leben. Okay, dann ziehen wir mal weiter zu der Taverne hin. Komm schon. Und holen uns einen kalten Schnaps. Ist auch viel besser als Bier. Bin auch eher so der Schnapstrinker. Also. Ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Gute Idee, mein Freund. Ich finde auch, in der Gegend liegt irgendwie so eine ganz merkwürdige Spannung. Überall Soldaten. Klagebrücke. Hey, du kleiner Bauerbengel! Geh aus dem Weg! Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf abgehauen. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annähen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. So gehen sie also mit meinesgleichen um. Enthauptet. Langsamer. Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer?
Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du? Darf's was zu trinken sein? Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Eine kluge alte Frau. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. So sieht es aus. Umsonst gibt es bei mir nur den Tod. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Gute Idee. Gut, trinken wir was. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Also, was haben wir hier Schönes? Handeln. Ich habe nicht besonders viel Geld. Aber der alte Mann will seinen Schnaps. Nimm mir einen Likör. Moment, habe ich eben gerade... Ach, der Händler hat so viel Geld. Gut, ich habe mich eben gerade ein bisschen verguckt. Wie kann ich denn wechseln? Spielerwerte. Hier sehe ich meine Werte. Vitalität, Zeichenkraft, Silberschwert, Stahlschwert, Rüstung... Erstmal wieder reinfuchsen. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frag ich nach Yennefer. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Alter Mann, du kennst mich doch, oder? Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Ich bin wie ein Geist. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Okay, wirkliche Freunde haben wir nicht. Rede, sofort. Ich will nur reden. Verschwendete Worte. Wir versuchen es erstmal ein bisschen diplomatisch. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Okay, Mieszko. Okay, du willst es wirklich so? Meine Geduld geht zu Ende, mein Freund. Ich verliere gleich die Geduld. Dann rollen eure Köpfe.
War nur Spaß. Wir wollen keinen Ärger. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Wir wissen nichts, Meister. Lass uns zufrieden. Und auf einmal nennen sie mich Meister, ha? Bauernpack. Einer schlimmer als der andere. Okay, wer sieht hier intelligent und wichtig aus? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Die Reiterin des Krieges? Wer soll das sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Sehr interessant. Schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Geh zu deinen Büchern zurück. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Naja, wirklich was erfahren tun wir hier nicht. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Nee, Mann, lass mal gut sein. Nein, danke. Ich hab noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen. Aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Na schön, wenn du es dir überlegst, ich bin hier. Okay, so langsam werden die Menschen hier dünn. Du also, du hast das Wissen? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr.
kann nichts dafür. Hm, ein kluger Mann. Und das nennen die einen Schnaps? Meine Güte. Und wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Aha. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Ach, sieh an, er kennt meinen ruhmreichen Ruhm. Du weißt, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Huch, wo ist er hin? Oh mein Gott, ein Magier. Übernatürlich. Okay. Meine Güte. So viele Dialoge. So viele Fragen. Ausgetrunken. Mhm. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ernsthaft, Jungs? Ernsthaft? 3 gegen 1? Ziemlich mutig, wirklich. Respekt! Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. 3 von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Okay, mit Schwert oder ohne? Anscheinend ohne. Guter alter Faustkampf. So, du Pisser. Mann, der hat mich ganz schön hart getroffen. Okay. Geralt, die Fäuste müssen oben bleiben. So schlecht ist der Mann gar nicht. Und ich sehe nichts wegen der Plane da oben. Bringen wir es zu Ende. Bam. So, wer will noch? Die beiden Lümmel da drüben. Einer schwächer als der andere. Wie ein Mann. Pferd war im Weg. Sowas kann schon mal passieren. Au. Oh, verflucht. Harte Schläge. Okay, reiß dich zusammen. So. Euch zu treffen. Und wo ist der alte Mann? Der hätte mir ein bisschen helfen können. Andererseits, einer wie ich, der braucht keine Hilfe. Ich hätte das Huhn nehmen können und als Keule verwenden können. Hat er mich eben gerade Mutant genannt? Man sieht, wie beliebt wir sind. Was willst du? Hm? Na gut. Wir müssen die... Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair.
Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Rassismus. Überall. Egal in welcher Epoche. Gut. Wir müssen so oder so hier drüben hin. Sprinten wir mal los. Tja, die Frage ist nur, wo ist unsere Freundin? Die scheint gar nicht so einfach zu finden zu sein. Was macht der Typ da drüben? Schmatzt sich da einen ab? Nee. Pillen? Hä? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Was, die Pillen? Die schluck ich ganz. Ich hätte vielleicht mein Pferd nehmen sollen. Oh, ein Wegpunkt. Da will ich eigentlich gar nichts machen. Ja, ich hätte mein Pferd nehmen sollen. Egal, jetzt bin ich schon so weit. Jetzt sprinte ich hier einmal durch. Ich wäre wahrscheinlich eh überall abgestiegen. Ich dachte, das wäre genau in der Nähe. What the... Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Level 7. Oh, shit. Alles klar. Wir flüchten. Ist mir gerade ein bisschen zu krass. Komm schon. Immer wieder wegrollen. Ignoriere sie. Und Schwert wieder einstecken. Ja, da hätten wir jetzt keine Chance gehabt gegen Level 7. Okay. Ist das wirklich so weit? Ich hab's irgendwie übersehen. Die Anzeigen sind so klein. Man hat so viele Anzeigen. Ja? Aber so kann ich ein bisschen besser hier die Welt erkunden. Ich habe immer eine Ausrede. Auch für meine Fehler. Was ist das da drüben? Scheiße, nochmal Wölfe! Ah, komm hier rein. Schon bist du verlangsamt. Okay, Wölfe Level 5. Kriegen wir hin, würde ich mal sagen. Alles klar, lassen wir hier wieder einen Kreis. Dann haben wir sie gut unter Kontrolle. Mir eben gerade ziemlich gut eingeschenkt. So. Was haben die Schönes? Rohes Fleisch und die gute Leber. Hundetalg. Okay. Ja, später spielt natürlich Alchemie auch noch eine sehr große Rolle. Alchemie, Handwerk. Da können wir einiges erlernen. Na, guck mal hier, Lederbänder. Ich sag's doch, Fußgänger sind immer besser dran. Haben wir direkt hier ein paar schöne Sachen gefunden. Mondscherbe. Genius-Essenz. Nägel. Pferdehaut. Wasseressenz. Schweinehaut. Ich nehme alles mit. Erstmal hier schön alles mitnehmen. Noch können wir tragen. Aber ich muss sagen, bis jetzt, also die Spielwelt, gefällt mir schon sehr gut. Was machen die hier? Training! Die Soldaten! Der Kaiser wird uns führen. Der Kaiser? Ich weiß nicht, da wäre ich mir nicht so sicher, Freunde. In der nächsten Schlacht könntet ihr schon tot sein. Ich behalte dich im Auge, Nordling. Mach das. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm! Na gut, nicht besonders gesprächig, die beiden Jungs hier. Oh, hier drüben haben wir sogar einen Waffenschmied.
Wir müssen einen Teil eurer Ernte regeln. Aber da müssen wir jetzt nicht hin. Denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Break. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal sehen, was unsere Mission hier ist. Wie immer, danke fürs Zusehen. Danke für eure Kommentare und natürlich auch für eure Bewertungen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!